Einen wunderschönen Montagmittag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist eine neue Folge LS22 auf der Rehbach im RP-Projekt zusammen mit dem Yannick und meiner Wenigkeit. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hallo. Hallöchen. Tja, da sind wir wieder. Frisch aus dem Urlaub. Beziehungsweise was heißt frisch aus dem Urlaub? Es ist ja schon wieder eine Woche her, wo wir im Urlaub waren, im Kurzurlaub. Ne, ich habe es ja erzählt gehabt, den einen Freitag, dass wir da auf dem Kurztrip waren. Und wir sozusagen einmal 4 Tage Auszeit gehabt haben. Das war leider dann auch über eine Dingens. Über die Aufnahmesession hinweg. Aber ist halt so, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, was ist passiert? Passiert ist eigentlich nicht viel. Die letzte Aufnahmesession ist sogar ausgefallen. Also ihr seid sozusagen jetzt auf den aktuellsten Stand, was geht. Bei mir, bei Andy glaube ich auch. Es gibt diese Woche ein kleines Spezial für euch. Das kann ich euch schon mal sagen. Am Freitag ist bei mir die 100. Folge Rehbach RP. Das heißt, ihr kennt das ja, ne? Alle die, ich meine, Janik kennt das ja auch, ne? Alle die meinen YouTube-Kanal fleißig verfolgen, wissen, dass so bei besonderen Folgen oder sowas einen kleinen Hoffest ein. Ich schreibe nämlich jetzt gerade auch die E-Mail, das ist dann sozusagen fürs RP gedacht. Genau, dass so bei so Spezialfolgen dann halt immer ein wenig gefeiert wird, beziehungsweise die Folge dann halt auch länger geht. In dem Fall dann halt auch ja, ne, dass sie dann 30 Minuten geht. So, die E-Mail muss ich zweimal aufteilen. Es gibt ein bisschen was zu sehen. Würde mich freuen, wenn ihr alle kommen würdet. Lieben Gruß. So. Genau, RP-technisch hat sich auch nichts geändert. Ne? Ich war ja am letzten Punkt bei Yannick. Ich wollte mal gucken, ob er da ist. Das passt jetzt natürlich, weil letztes Mal war er eigentlich nicht da und jetzt ist er da. Also, es passt ja, ne? So ein bisschen ins RP rein. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr weiter zuschaut. Bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zuschauen, für die ganzen neuen Abos, für die ganzen Daumen nach oben und ja, das ganze Kladderadatsch. Und dann würde ich einfach mal sagen, starten wir mal. Ich weiß gar nicht, was ich gerade hinten dran habe. Also, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ach, ich habe den Lanke geholfen, genau. So. Oh, mal gucken, ob mein Sohn da ist. Aber ich glaube, ich habe ihn schon gesehen gehabt. Moin! Moinsen! Grüße! Na, alles fit? Ja, ja, bei dir? Ja, auch. Urlaub gut rumgekriegt haben wir, ne? Ja. Würde ich sagen. Stimmt. Ja, ja. Genau. Tja, ich wollte eigentlich irgendwas von dir. Ich weiß nicht mehr, was es war. Wie läuft's bei dir? Hast du viel zu tun? Hast du schon einen Überblick verschafft? Oh, warte mal. Heute spielen aber mein Handy, hast du gehört? Gruber? Ja, moin, Andi hier, grüße ich. Grüße! Wo treibst du dich rum? Ich bin gerade bei meinem Sohn auf dem Hof, warum? Achso, ich bin gerade bei dir am Händler, ich wollte was kaufen. Du wolltest was kaufen? Ja, ich wollte sowieso, ja. Ich bin jetzt sowieso auf dem Rückweg, dann 5 Minuten bin ich da. Ja, alles klar. Okay, bis gleich. War ich eben. Jo. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ja. Gut, dann muss ich jetzt immer los und dann komme ich später wieder, auf jeden Fall. Nochmal. Jo. Hast du ja. E-Mail hast du ja gekriegt, okay. Ne? Ja. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns später. Dann sehen wir uns später. So. Dann wollen wir mal. Na, ja, haben wir gesehen, ne? Yannick hat sich hier auch noch neue Kühe geholt gehabt.
Gibt's Bier? Genau, ja, wie gesagt, ne, also 100 zur Folge. Das heißt, es gibt ein klein wenig was zu feiern. Die Folge geht so eine halbe Stunde. Ich habe auch schon was vorbereitet. Das werdet ihr, also denke ich mal, gleich sehen. Schon mal. Die Leute, die im Stream sind, haben es schon gesehen. Den habe ich ja schon gezeigt. Ne, ihr kennt das ja, auf Twitch bin ich ja mal live, wenn es die Aufnahmesession gibt. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da hat mir dankenswerterweise der liebe Daniel und der Jürgen, hat glaube ich auch geholfen, haben mir da ein bisschen was hingestellt. Grüße hier mit dem Case durch die Gegend. Moin. Ja, klar. Grüß dir. Grüße Na, dir. alles Hast du fit? Großes vor am Freitag oder was? Ja, so ein bisschen was Großes habe ich vor. Ah, schön. Aber Bio, Ja. Bratwurst und Steak bin ich auf jeden Fall am Start. Ja, klar. Kennst mich doch. Kennst mich doch. Ja. Ohne geht auch nicht irgendwie, Ja, richtig, richtig, ne? richtig. So muss das sein. Was kann ich Sonst? denn Gutes für Ja, dich tun? ich brauche eine Kettensäge. Kettensäge? Habe ich aber nur Yes. von Stiel da. Oh, das ist mir egal, nämlich. Okay, komm mal mit. Und habt ihr die Woche ohne mich überstanden? Ja, es war ziemlich ruhig, muss ich sagen, ne? Okay. War ziemlich ruhig. So, dann War lernen wir hier. recht ruhig. Immer. Warst du auf, wo warst du auf Messe oder was? Ja, ich war auf Messe gewesen. Deswegen. So, dann guck mal hier in den Container. Da habe ich die Stielkettensägen liegen. Ja. Und dann kannst du dir da eine rausnehmen. Ne Stiel. Ja. Jo, alles klar. Wunderbar. Was hast du denn vor mit der Stiel? Hör mal. Bäume wegsäbeln. Oh, wo willst du denn Bäume wegsäbeln? Bei mir an Flur 20 kommen ein paar Bäume weg, da ich noch mit der Stadt so besprochen habe, dass ich Ja. da noch eine weitere Schafsweide platzieren kann. Ah, Damit ich noch ein okay. bisschen mehr Wolle produzieren kann. Jetzt, wo wir ja aus dem Stoff ja auch Klamotten machen können, Ja. hat das endlich mal Sinn, das Ganze Ja, durchzustarten, ne? auf jeden Fall, ja, auf jeden Und da Fall. kann ich noch mal ein paar Euros verdienen halt, ne? Ja, okay. Von daher passt das Das ist schon. doch, das ist doch super. Das ist doch Auf super. jeden Fall. Ja, zu Das ist der Freitag, Plan. zu Freitag zu dem Fest kann ich dir schon mal sagen. Beziehungsweise es ist sogar schon so ein bisschen was aufgebaut, deswegen bin ich auch gerade so gekleidet, wie ich gekleidet bin. Ich habe nämlich Klaas Ich sehe eingeladen, die schon, wir für. sind Ja. Klaas-Partner geworden. Nee, das nicht, aber die haben halt so ein bisschen oder haben sich angeboten, weil die auch irgendein Jubiläum haben und dann haben sie halt einen Ort gesucht. Ne? Okay. Und Da da habe kommen wir hier ich ins halt. kleine Rehbach. Ja, und habe ich gedacht, ja, komm hier, ich habe eine riesengroße Wiese, könnt ihr mal einfach mal Ja. auffahren. Und da haben die gleich Ja, gesagt, jo, cool. machen wir. Und dann sind die letzte Woche immer mit dem Tieflader oder mit mehreren Tiefladern, so haben sie mir geschrieben, und ich habe auch noch Bilder davon, sind die dann mit dem Tieflader hier hingekommen, haben hinten alles hingestellt. Ja, Also krass, muss eine cool. wilde Aktion gewesen sein. Ja, das ist wahrscheinlich, ne? Na, der Lohner hat sich ja drum gekümmert, so teilweise, ne, in meiner Ach, Abwesenheit, deswegen. Herr Hebsack? Naja, genau. Ja.
Okay. Genau. Ja, nee, das ist natürlich schon ganz nice, ne? Das ist natürlich hoher Aufmarsch hier in Rehbach, ne? Auf jeden Fall. Die Anwohner bestimmt wieder richtig begeistert. Ja, ja, ja. Ich habe noch nicht im Briefkasten geguckt. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ja, wer weiß, ob es ein paar Beschwerden gab oder so. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Die älteren Herrschaften hier, weiß man ja, ne? Das Dorf, ne? Ja, ja, so ist das. Ja, aber egal, wird schon laufen, ne? Wird schon laufen. Ach, klar. Wird auf jeden Fall eine super Gaudi, denke ich. Ja, denke ich auch mal. Ist zwar schade, dass er klar steht und nicht Fendt, aber ja, mein Gott. Ja, ich meine... Du kriegst auch noch deine Verträge mit Fendt, das kommt noch. Ja, klar, wenn ich irgendwann groß bin. Ja, Goodie. Dann will ich nicht weiter aufhalten. Wie ist bei deinem Sohnemann denn? Läuft da auch alles? Ja, das sieht auch ganz gut aus. Ja, soweit ich weiß, hat er jetzt vom Lohner irgendwie für seine Kühe noch... Er hat ja auch mehr Kühe bekommen. Ja. Ne, der hat ja auch expandiert. Also es muss wohl ordentlich... Ja, den habe ich Stroh verkauft, das weiß ich wohl noch. Ja, genau, es muss wohl ordentlich abgehen jetzt bei ihm mittlerweile. Ja, es ist gut, wenn der Hummel läuft. Ne? So muss das sein. So muss das sein, richtig. Juli. Guti, ich gehe mal ein paar Bäume fällen, ne? Jo, mach mal. Lass die Hände ganz und so, ne? Ja. Lamborghini. Traktor von Lamborghini? Ja, Lamborghini macht auch Traktoren. Doch, habe ich doch mal irgendwann gesehen. Habe ich schon mal gesehen. Hatte nicht, wo bist du? Ja, hier. Hatte nicht, Heiner oder Schorsch, sind die nicht mit dem Lamborghini hier mal hergekommen? Ja, ja, sind die. Das ist der geklaut worden ist, ne? Also ja. Es wurde doch mal ein Lamborghini geklaut. Ja, ja, ne? Genau, es wurden die beiden Lamborghinis, die geklaut worden sind. Okay. So ist das. Ah, ein Drecksäckel. Ja, habe ich jetzt in der Zeitung gelesen gehabt. Ich weiß den Ort gar nicht mehr. Dass am helllichten Tag auf dem Feld, da war ein Traktor mit Mähwerken unterwegs. Und da haben die Mähwerke gewaltsam vom Traktor gerissen. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und haben den Traktor geklaut. Wie haben die das denn geschafft? Ich habe keine Ahnung. Das stand in der Zeitung drin. Da habe ich auch erstmal nicht schlecht gestaunt, ey. Echt bescheuert, ey, ohne Witz. Aber nicht im Rehbacher Blatt, ne? Nee, war nicht im Rehbacher Blatt. Ah, okay. Nee. Aber das ist schon. Ach du Scheiße, ey. Das kann schon was, ne? Ich bin echt bescheuert. Echt bescheuert. Das ist der kleine hier, oder? Ja, das ist der kleinere von den Kubotas. Es gibt ja noch den ganz großen gibt es ja auch noch. Und ich glaube, die mittlere Version. Kann ich dir gar nicht sagen, warte mal. Muss ich gerade mal gucken. 98. Kostet 98, ja. Geht ja noch. Ja. Ja, ich bin überlegen, meinen alten Fendt dann irgendwann abzutreten. Klein. Und dann auf was etwas Moderneres zu steigen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden zu was. Ja. Ja. Oh, aber das ist ja krass. Das ist natürlich wohl nicht gewesen. Ja, ich sage, man muss überall Kameras mittlerweile haben. Überall Kameras. Ja, ist so. Deswegen habe ich dir die Kameras hier auch aufgebaut. Ne? Also, ja, ich habe halt bei mir auch überall Kameras am Hof mittlerweile. Ja. Ja. Nicht, dass mir noch einer die Schafe unterm Arsch wegklaut oder so. Ja, das ist echt heftig, ey. Oder wie es jetzt neulich auch war. Das musst du dir mal überlegen, Andi, ey, ehrlich. Da haben sie. Irgendwelche Jugendlichen haben auf einer Schafweide haben den Zaun gewaltsam geöffnet, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Und dann haben die kleine Lämmer geköpft, Alter, und die Beine abgetrennt. Jetzt ohne stand auch. Wo war das denn? Das war hier irgendwo ganz in der Nähe war das. Oh, die sollen mal an meine Tierchen dran. Da hole ich auch meine Schrotflinte aus dem Schrank, das sage ich dir. Wo ich das gelesen habe, ne, habe ich mir auch nur gedacht, Alter, wie krank müssen die Menschen sein, ohne Witz. Ja, die Welt ist echt grausam geworden. Auf jeden Fall, ja. Ein bisschen, ne, das kann man nicht anders sagen. Leider ja. Leider ist das so. So, Guti. Ich gehe mal Bäume schubsen. Jo, mach mal. Nicht so laut. Nee, ich versuche es, aber ich habe nicht so viele Nachbarn. Du bist ja nie da. Ja, denn ich bin nie da. Also, als Nachbar bist du nie da. Ach so, ja, ich bin ja als hier unten. So meinte ich das. Werd ihr als eingespannt von euch?
Ja, so muss das ja auch. Muss auch Geld verdienen hier. Ja, sicher, sicher, sicher. Guti. Also, ja, vielleicht komme ich daheim auch. Ja, alles klar. Muckdas. Jo, Muckda. Tschüss. Tschüss. Ja, wir haben, ich habe auf jeden Fall Bier, weil der Jonas kommt auch noch. Der hilft ja. Mit. Ja, alles klar. Dann komme ich definitiv vorbei. Alles klar. So. Ach ja, genau. Jetzt wollen wir noch... Das können wir morgen machen. Gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, war's das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne euch nach oben da. Schreibt lieben gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns dann morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, tschüss und bye bye.